Diesmal jagt ein Highlight das nächste. Aquädukte in der Wüste, die ältesten Mumien der Welt, die rätselhaften Nazca-Linien sowie eine Oase umringt von riesigen Sanddünen. Nach 30 Jahrzehnten Fahrtagen von Cusco bis nach Nazca sind wir gerade hier angekommen. Es ging stetig über die Anden, immer auf, ab, 1000 Kurven. Allein die letzten 60 Kilometer haben wir über 3000 Höhenmeter verloren, sind jetzt nur noch auf 800 Metern, also die Luft ist wieder deutlich besser. Auch die Temperatur deutlich wärmer und Physik live. Durch den veränderten Luftdruck ziehen sich leere Flaschen zum Beispiel so zusammen, gehen natürlich wieder auf. Aber auch Cremetuben, also wenn ihr so eine Reise macht mit so krassen Höhenunterschieden, stellt die Tuben auf den Kopf, damit euch nicht alles entgegenkommt und ihr es nicht mehr stoppen könnt. Und außer den Nazca-Linien erwartet uns hier in der gleichnamigen Wüste noch mindestens zwei weitere Highlights. Hinter mir seht ihr so einen spiralförmigen Schacht. Die Aquädukte hier von Cantayoc, die wurden von den Nazca angelegt. Zwischen 200 und 900 nach Christus. Und die Spiralen hier, die dienen der Reinigung der ganzen Kanäle, die quasi das Wasser zu den Feldern befördern. In dem Wüstengebiet hier in der Nazca-Linie, das liegt quasi auf dem gleichen Landstreifen wie auch die Atacama-Wüste in Chile, fällt nur wegen der Regenzeit Wasser und Regen und deswegen sind diese Bewässerungskanäle und Aquädukte noch heute überlebenswichtig für die Menschen, die hier leben. Es sind auch wieder genau die gleichen Bäume und die gleiche Vegetation. Und die gleichen Vögel, machen die gleichen Laute. Ja. Ist ziemlich verrückt, was die Leute schon vor 2000 Jahren ohne Werkzeug oder irgendwas gebaut haben. Ne? Auf so eine Idee muss man erstmal kommen, um an Wasser zu kommen. Angeblich hat das Wasser in den Kanälen sogar Trinkwasserqualität. Wir probieren es mal lieber nicht. Aber so klar und rein, wie das aussieht, glaube ich sofort, da schwimmen sogar ganz kleine Fischchen drin. Hinter mir seht ihr gut die trockene Wüstenlandschaft. Also jeder Marsianer wird sich hier pudelwohl fühlen. Und ohne das bisschen Wasser hier werden die wirklich aufgeschmissen. Ja, ich habe auch schon Durst. Nachdem das Wasser die ganzen Wartungsschächte passiert hat, kommt es hier unterirdisch als Kanal wieder zum Vorschein. Und auch ganz interessant, es fließt hier nach vorne, aber nicht geradeaus, sondern so schlangenlinienförmig. Und zwar deswegen, wenn der Wasserspiegel in der Regenzeit steigt, dann verteilt sich der Druck und so können die Wände nicht einstürzen. Ganz schön schlau waren die Nazca. Der nächste Stopp ist nur ein paar Kilometer weiter. Das soll ein kurioser Friedhof sein, wo es Mumien gibt. Den werden wir uns aber erst morgen angucken. Wir versuchen jetzt mal da zu übernachten. Nur noch 500 Meter über Meeresspiegel. Happy. Ja, ich bin tatsächlich gerade happy und freue mich irgendwie mega hier zu sein. Es fühlt sich auch so ein bisschen wie nach Hause kommen an. Vielleicht auch, weil wir schon eine ganze Weile in Atacama-Wüste Chile waren und die Landschaft da so ähnlich war. Und nach den vielen Wochen auf einer Höhe zwischen 3.000 und 5.000 Metern tut es einfach gut. Ich bin ultra gespannt auf die Nazca-Linien und auch sehr freudig, bald den Pazifik wieder zu sehen. Aber jetzt erstmal Futter. Wir hatten heute nämlich nur Frühstück. Heute gibt's Kaiserschmarrn. Die Nacht hier auf dem Friedhof von Chachia war super ruhig. Ich habe trotzdem ultra schlecht geschlafen. Ich glaube auch zu wissen, woran es liegt. Wie so oft hatten wir gerade mal wieder einen extremen Bewegungsüberschuss mit den 25 Kilometer Laufen auf dem Salkantay-Track. Jetzt wieder das krasse Gegenteil. Drei Fahrtage, auch in Cusco die Tage vorher überhaupt keine Bewegung. Und dann ist mein Körper einfach noch wach, mein Geist eigentlich müde. Ich kann trotzdem nicht schlafen. Und trotz einem Jahr Vanlife ist es irgendwie immer noch super schwierig, feste Routinen zu etablieren. Zu Hause ist es irgendwie einfacher zu sagen, nach der Arbeit fahre ich noch eine Runde Fahrrad oder immer mittwochs gehe ich ins Sportstudio. Hier ist es irgendwie schwer mit Bewegungen, aber
Vielleicht habt ihr gute Tipps, vielleicht lebt auch ihr im Van und habt da bessere Erfahrungen mit mittlerweile, dann teilt sie gerne mit mir, dann geht es mir bald wieder besser. Bevor es jetzt zu der Mumie geht, gibt es hier anscheinend noch ein kleines Museum. Die ersten Mumien im Museum haben wir jetzt schon gesehen. Jetzt laufen wir mal zu den vielen Gräbern hier. Man hat die Toten sitzend in Baumwollstränge einbalsamiert mit Harz. Es ist das Volk der Ica Chincha, also noch Prä-Nazca. Aber wer die genau waren und warum man die einbalsamiert hat, weiß man nicht genau. Die Gräber hier, die sind mehr oder weniger frei zugänglich. Und einiges ist da auch schon irgendwelche Grabräuber zum Opfer gefallen. Und es wurde übrigens hier auch ein Indiana Jones Teil gedreht. Wir sind ja nur noch auf 500 Höhenmeter. Und es ist so unglaublich viel wärmer hier, das glaubt man nicht auf einmal. Na, die ganze Zeit hat er mal tagsüber über so 17, 18 Grad. Jetzt gibt es hier 30. Ja, mega Unterschied, aber auch mal wieder wirklich schön. Die Mumien hier sind noch deutlich, deutlich älter als die in Ägypten, zählen zu den ältesten Mumifizierungen der Welt. Und nur dank dem trockenen Wüstenklima hier in der Nazca-Wüste sind sie noch so gut erhalten. Und auch die Lehmziegel rundum sorgen dafür, dass die Mumien so gut erhalten bleiben. Genug Mumien für heute. Ich würde sagen, wir fahren zu den Nazca-Linien. Die meisten Touristen schauen sich die Nazca-Linie wahrscheinlich zu Recht vom Flugzeug aus an. Wir haben uns aber dagegen entschieden, weil man da wohl sehr, sehr viele Kurven fliegt, einem schnell schlecht wird und es auch ein paar Aussichtstürme gibt. Und hier sind wir am ersten Viewpoint, der Katze. Die Katze haben wir gesehen. Da unten sind auch jede Menge Linien. Ob die dazugehören, wir wissen es nicht. Jetzt haben wir hier ein bisschen was erklärt gekriegt. Schaut euch mal die Tafel an. Diese Figuren soll man dann sehen können. Schulausflug findet hier heute auch statt. Deswegen warten wir ein bisschen, bis wir auf den Turm hier hoch können. Jetzt stehen wir hier vor dem Museum Maria Reiche. Das ist die Deutsche, die hier jahrelang geforscht hat und die Nazca-Linien erkundigt hat. Und das da vorne ist ein Museum. Schauen wir mal, ob wir uns das leisten können, dann gucken wir uns das an. 1 Euro kostet der Eintritt pro Nase, gerade noch so in unserem Budget. Die Mumien, die kennen wir schon von heute Morgen. Und die Wasserreservoirs hier, die haben wir gestern schon gesehen. Dann zeig uns jetzt mal was Neues, Julia. Ich habe gerade so eine Katze entdeckt, oder was auch immer sein soll. Die steht ja heute noch auf ganz vielen Häusern hier in Peru als Glücksbringer. Ich erzähle euch jetzt noch ein bisschen was zur Maria Reiche. Sie wurde 1903 in Dresden geboren, hat Mathematik und Physik studiert, kam dann 1932 das erste Mal nach Peru und ist dort auf den Paul Kossok getroffen, weil sie für ihn als Übersetzerin gearbeitet hat. Der hat damals schon an den Nazca-Linien geforscht und sie hat es wirklich zu ihrem Lebenswerk gemacht. Ist nach dem Zweiten Weltkrieg wieder hierher zurückgekehrt, hat weiter geforscht, ganz viele Bücher veröffentlicht, hat auch das Deutsche Verdienstkreuz bekommen und ist schlussendlich mit 95 Jahren, stolzes Alter, in Lima gestorben und liegt hier an diesem Ort begraben. Da sehen wir Maßbänder und Equipment vom damaligen Vermesser der Linie, sowie die Pläne hier, die dann da gezeichnet wurde. Geschmack hat sie gehabt, die Maria, falls das da ihr Käfer war.
Hier sieht man das Arbeitszimmer der Maria Reiche. Da hinten sitzt sie an ihrem Schreibtisch und studiert all die Linien. Schon so fleißig heute Morgen? Ja, ich arbeite noch ein bisschen am neuen Blog, damit wir gleich weiter können. Und dann nutze ich doch mal die Gelegenheit, um ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Falls ihr nämlich unseren tollen Reiseblog noch nicht kennt, dann schaut unbedingt mal auf seeyoucampervan.com vorbei. Wir verlinken euch die Seite auch. Der Blog ist nämlich im Gegensatz zu unseren YouTube-Videos immer top aktuell. Und ich weiß, ein Look stinkt, aber ich finde, ich schreibe auch sehr ausführlich und trotzdem kurzweilig. Also unbedingt auch da mal reinschauen. Übrigens sind wir hier in einem richtig, richtig coolen Ort, nämlich in der Oase Huacachina in Peru. Wir stehen hier im Eco-Camp. Das ist nicht nur Hotel, sondern auch Campingplatz. Hat einen richtig coolen Pool, leider ein bisschen kalt, da haben wir uns heute entspannt. Und jetzt wollen wir uns auf jeden Fall noch die Monsterdünen hier anschauen zum Sonnenuntergang. Die sind bis zu einem Kilometer hoch und ich hoffe, wir haben einen tollen Blick auf die Oase runter. Julia hat schon die Tickets. Und da im Hintergrund sehen wir die riesen Düne und da laufen wir jetzt mal hoch. Das dauert bestimmt gute 2 Stunden. Auf, sagt die Julia. Los geht's. Da hinten stehen die Buggys. Da kann man sich einer mieten und auf den Hügel hochdüsen. Wir machen das Ganze zu Fuß. Wenn man sieht, was hier an Buggys rumsteht, haben wir, glaube ich, mal wieder unheimliches Glück, dass gerade so wenig los ist. Und ich finde es eigentlich gar nicht schlimm, sondern relativ entspannt. Ja, und genau so stellt man sich eigentlich die Wüste vor, mit dem feinen Sand hier. Und nicht so steinig wie die Atacama-Wüste oder das hier, ja, ja, Richtung Küste ist. Und es läuft sich auch ganz gut. Der Sand ist ultra fein, der haftet auch gar nicht an den Füßen. Top. Beim Hochlaufen gerade mal wieder festgestellt, wie unglaublich vielfältig doch Südamerika ist. Von Gletscher über Dschungel, über Wüste, über, ich meine, schaut euch das an. Was will man mehr? Und nicht wundern, bei der letzten Wäsche haben sie der Julia ihre Kapp verdrückt. Sieht so schlimm aus. Ja. Sorry. Lassen wir jetzt das schöne Fleckchen Erde hier wieder. Nach 4 Monaten geht es endlich wieder an den Strand. Und dort war da auch schon Max und Merle. Aber vorher müssen wir einkaufen, Vorräte auffüllen, weil es da nichts geben soll. Und für Max und Merle müssen wir auch eine ganze Ladung mitbringen. Ab geht's. Fun Fact: So sieht es aus, wenn man 12 Monate weder zum Friseur noch zum Barber geht. Es bleibt weiterhin abwechslungsreich. Nächste Woche legen wir in Paracas eine Pause am Strand ein. Der ideale Ort, um endlich mal wieder den Dutch Oven zu nutzen. Von dort aus düsen wir weiter in die Hauptstadt Lima. Wir sind uns uneins, ob wir die Stadt lieben oder hassen. Aber mit freundlicher Genehmigung des Geschäftsführers finden wir dort im exklusiven Club Germania zumindest einen grandiosen Stellplatz.